Hallo, wir sind wieder zurück aus der Sommerpause. Es war eine ziemlich lange Sommerpause und ich freue mich jetzt wieder hier in der Runde zu sein. Ich bin Hadice Haruna-Elker und ich freue mich über den Auftakt unserer feministischen Presserunde zusammen mit Ulrike Herrmann, Mito Sanyal und Theresa Bücker. Wir haben später außerdem noch einen Gast, das ist Gilda Sahebi, aber dazu später mehr. Aber bevor wir jetzt direkt einsteigen, was ich eigentlich gerne machen würde, gehe ich irgendwie davon aus, dass vielleicht ein paar neue Menschen hier uns zu sehen, zu hören. Deswegen würde ich euch bitten, euch doch mal kurz vorzustellen. Ulrike, magst du anfangen? Ja, hallo, ich bin Ulrike Herrmann. Ich arbeite bei der TAZ als Wirtschaftsredakteurin. MeToo. Ich bin Mito Sanyal, ich bin Schriftstellerin, Kulturwissenschaftlerin und auch Journalistin. Und dann noch Theresa. Ich bin Theresa Bücke, ich bin freie Journalistin und arbeite unter anderem fürs SZ-Magazin und den RBB. Genau, und ich bin auch eine Radiojournalistin, arbeite hauptsächlich für den Hessischen Rundfunk und schreibe eine Kolumne bei der Rundschau. Genau, und moderiere hier unsere Runde, die einen Claim hat: Wir können auch anders, weil wir jeden letzten Sonntag unseren, ich sag mal, feministisch-journalistischen Blick auf Themen wenden, von denen wir glauben, dass sie zu wenig oder vielleicht auch nicht hintergründig, vielleicht auch nicht kritisch genug diskutiert werden. Und unser Experiment, will ich mal sagen, weil unsere Sendungen einfach ganz unterschiedlich gelaufen sind und wir da auch hineingewachsen sind und deswegen auch die Freude irgendwie groß ist, jetzt wieder zusammen zu sein. Das wird getragen als gemeinsames Projekt der Landesstiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung aus Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Ich habe mich schon gefragt, ob es nicht eigentlich fast alle Bundesländer sind. Genau. Und außerdem das Gunda-Werner-Institut. Wir sind jetzt in der fünften Folge. Diese wurde am 27. September aufgezeichnet, wird am 2. Oktober ausgestrahlt. Es kann also sein, dass sich ein paar Dinge verändert haben. Und bei uns ist es Usus, dass wir immer auch erzählen, worüber wir eigentlich noch hätten sprechen können, aber es nicht schaffen, weil unsere Zeit begrenzt ist. Und das wäre in dieser Folge oder hätte sein können in dieser Folge der Wahlgewinn der rechtskonservativen Bündnisses in Schweden und einem damit einhergehenden Regierungswechsel. Es hätte eine wieder aufgekeimte Debatte über kulturelle Aneignung sein können, Stichwort die Debatte um Karl May und die Darstellung indigener Menschen. Aber auch der Angriff Aserbaidschans auf armenisches Gebiet, das gescheiterte Verfassungsreferendum in Chile und die Folgen eben für die Gesellschaft. Ein 9-Euro-Ticket oder beziehungsweise eine mögliche Nachfolge davon hätte es auch sein können. Und das Corona-Maßnahmepaket für den Herbst, in dem wir ja jetzt alle hinübergleiten. Darüber werden wir nicht im Detail sprechen. Wir haben es auf dem Schirm. Wir kommen auf andere Dinge zu sprechen. Aber ich bleibe spannend, worüber wir sprechen würden, weil ich euch erstmal gerne fragen würde, was euch denn die letzten Wochen so bewegt hat. Vielleicht auch die letzten Tage. MeToo, magst du vielleicht dein Blitzlicht reingeben, was für dich so bewegend war? Ja, aber es ist leider ja kein Thema, über das zu wenig berichtet wurde, sondern zu viel. Ich habe mir natürlich die Beerdigung der Queen angeschaut. Ich habe mir irgendwie alles über die Queen durchgelesen im Internet und es war total merkwürdig, weil ich war wirklich entsetzt. Ich war emotional ergriffen und dachte mir die ganze Zeit, was ist hier los? Hallo, hallo, Stockholm-Syndrom. Wie kann das sein? Entschuldigung. Ich stand offensichtlich auch in der langen Schlange und habe auf ihren Grab gewartet, ihren Sarg gewartet. Nein, habe ich nicht. Aber Lori Penny hat es gemacht und das fand ich total interessant, dass andere Feministinnen, die nun auch kritisch darauf schauen, die wissen so, halt, es ist auch die Königin des Kolonialismus. Also ich meine, die ist auch noch als Kaiserin von Indien gekrönt worden, obwohl da Indien schon längst keine Kolonie mehr war bei ihrer Krönung. Wie kann das sein, dass mich das trotzdem so sehr bewegt? Und in diesem langen Artikel von Lori Penny, den ich dann gelesen habe, wo sie 14 Stunden in dieser Schlange stand, um diese Box vorbeiziehen zu sehen, hat sie geschrieben, ja, es geht ja nicht um die Königin, sondern es geht ja wirklich um dieses, wie markieren wir, dass Zeit vergeht, wie markieren wir, dass irgendwie neue Zeitabschnitte vergehen. Und die Queen steht natürlich auch sehr für meine Kindheit, für so dieses System der 80er Jahre, 70er, 80er Jahre. Und irgendwie, es hat sich viel auch politisch verändert. Und ich glaube, da ist sie so ein bisschen ein Symbol für. Das ist meine Entschuldigung dafür, dass ich mir das alles angeguckt habe.
Also eigentlich ist ja so eine Ambivalenz der Gefühle. Du warst ja auch zu Gast bei einem Podcast, den ich redaktionell mit begleite, Studio Komplex. Da haben wir auch nach einem Maskottchen für Deutschland gesucht, so im Sinne von, was ist denn eigentlich dieses Gefühl, das die Queen bei aller Ambivalenz vermittelt? Und für die einen tut sie das sehr stark und für die anderen nicht. Und du warst so ein bisschen die Inkarnation von beidem mit dem kritischen Blick auf die Glorifizierung bei gleichzeitigem Gefühl dafür. Nee, Gefühl trotz, und das ist ja das Ding, dass der Intellekt sagt, halt, warte mal, das gesamte System ist so abzulehnen und das irgendwie, dass ich vollkommen emotional mitgegangen bin und dass es sich überhaupt nicht widersprochen hat. Da lachen die anderen. Wollt ihr kurz darauf eingehen? Also bin ich jetzt dran? Ich hoffe, ja, Nee, nee, wenn ihr, merkt man ja nee, vielleicht es schon stoppt. an der Tonqualität, dass ich leider mit dem Handy zugeschaltet bin und auch noch aus Paris. Das heißt, ich höre Nicht euch sehr aus schlecht. Es kann also London. sein, dass mein Einsatz dann immer an der falschen Stelle kommt. Aber beim Thema Queen fällt mir ein, dass es zu einer erstaunlichen Gewichtung bei den Nachrichten in Deutschland kam. Also die Queen war schon 2 Tage tot, ne? Samstagmorgen. Ich höre Deutschlandfunk Nachrichten und dann wird eben lang und breit als erste Nachricht erzählt, wo die Queen mit ihrem Sarg gerade ist. Also dass sie in Edinburgh war und dann nach Windsor kommt und so weiter und so fort. Und erst die zweite Nachricht war, dass die Ukrainer die Russen aus dem Oblast Charkiw verdrängt haben. Und das war aus meiner Sicht ein klassischer Fehler im Journalismus, dass man die wahre Bedeutung von Nachrichten nicht erkennt, nicht? Die waren derartig beschäftigt mit der Queen, dass sie nicht gemerkt haben, dass es in dem Ukraine-Krieg zu dem entscheidenden Wendepunkt gekommen ist. Denn das merkt man ja auch jetzt, dieses Zurückdrängen der Russen im Oblast Charkiw, also im Nordosten, hat alles durcheinander gebracht. Also hat ja zum Beispiel Putin gezwungen, diese partielle Mobilmachung zu verordnen, die jetzt in Russland für extremen Widerstand sorgt. Also man kann jetzt eigentlich, glaube ich, zusehen, wie das Regime Putin zerbröselt und zerstört wird. Und das alles hat eben in Charkiw angefangen. Und das hat aber das Radio gar nicht gemerkt, weil man ja so beschäftigt war mit der Queen, obwohl das eigentlich keine Nachricht ist, dass ein Sarg irgendwo durch England oder durch Großbritannien transportiert wird. Es ist ja total interessant, dass innerhalb von dem Thema Queen und Berichterstattung über die Queen so eine Ambivalenz herrschte und dann aber auch zu anderen Themen. Und wir haben uns deswegen, und so kommen wir eigentlich auch was, worüber wir heute sprechen, nämlich das Thema Aufmerksamkeitsökonomie. Wir gucken auf bestimmte Themen, die uns bewegt haben. Das war unser Vorhaben für heute, um zu gucken, wie werden die eigentlich berichtet, wie werden die gewichtet und wie nehmen wir die Berichterstattung darüber wahr? Was ist das Aufmerksamkeitsökonomie? Nur ein kurzes Stichwort für alle, die das Wort vielleicht noch nicht gehört haben. Wenn sozusagen Medienschaffende das Außergewöhnliche suchen, irgendwie auf Hypes aufspringen und dann sich auch gleichzeitig Nachrichtenthemen überschlagen, aber Geschichten dann nur angerissen werden oder nicht zu Ende erzählt werden oder eben, wie ihr es jetzt auch beschrieben haben, bestimmte Geschichten gar nicht erzählt werden. Und das dann in einer bestimmten Dauer und so weiter. Und das ist irgendwie auch der Übergang zu dem Thema, vielleicht, Theresa. Und da ist irgendwie, das ist auch ganz wichtig, nochmal hier transparent zu sein. Das ist ja auch ein Teil unseres Formats. Wir haben einfach ein Vorgespräch gehabt. Da haben wir überlegt, worüber wir sprechen wollen. Eben auf jeden Fall auch über die Ukraine, was wir später noch tun werden. Ulrike, du hast es schon angesprochen. Aber dann kam eine Mail von dir, Theresa. Und das war einfach ein paar Tage später. Und darauf sind wir direkt eingestiegen. Weil das ja auch ein Thema betrifft, das dich dann und uns eigentlich auch. Aber du hast du die Initialzündung gegeben. Und dafür nochmal danke auch. Und vielleicht steigen wir jetzt da rein. Nein, dahin rein. Ja. Genau, also die meisten ZuhörerInnen, ZuschauerInnen werden es vermutlich auch schon mitbekommen haben, wenn sie sich für feministische Themen interessieren, dass gerade im Iran eine große Protestwelle losgegangen ist, nachdem eine Frau in Polizeigewahrsam so schwer verletzt wurde, dass sie daran verstarb. Also die IranerInnen, die gerade protestieren, sagen, sie wurde vom Regime ermordet und ist nicht einfach in Polizeigewahrsam verstorben, wie man es manchmal gerade in der Berichterstattung hört. Und aufmerksamkeitsökonomisch oder eben auch in der medialen Berichterstattung hat mich das beschäftigt, wie wird darüber gerade auch berichtet, aber auch über Themen insgesamt. Ulrike hat es ja auch schon angesprochen, hat von einem journalistischen Fehler
gesprochen, dass nicht über die Ukraine mehr berichtet wurde an dem Tag, an dem die Queen durch London getragen wurde. Und das ist auf jeden Fall eine wichtige und interessante Diskussion, sowohl für Medienschaffende als auch für das Publikum. Welche Nachrichtenwerte legen wir heute eigentlich an? Und wie gehen wir mit internationalen Ereignissen um? Brauchen die eigentlich mittlerweile sehr viel mehr Aufmerksamkeit, weil wir merken, wie stark alles miteinander in Zusammenhang steht? Oder haben wir eher einen eurozentrierten Journalismus und haben vielleicht als Medien überhaupt nicht genug KorrespondentInnen und Kontakte in Ländern, um aus den Ländern angemessen und umfassend zu berichten? Es ist natürlich deutlich schwieriger, aus dem Iran überhaupt zu berichten. Aber dennoch kommt aus meiner Sicht das Thema medial gerade sehr kurz. Und wenn man nochmal abseits der Medien guckt, wie wird es eigentlich politisch kommentiert, gibt es da sicherlich auch einiges zu kritisieren, was Gilda wahrscheinlich noch für uns einordnen kann. Ja, super, du hast die perfekte Brücke, Stichwort Gilda gebaut. Genau, und ich will das irgendwie nochmal rahmen, das, was ich gerade auch gesagt habe. Wer jetzt die feministische Presserunde oder uns schon mal gehört hat, der weiß, dass wir uns als zuhörende BeobachterInnen und nicht in jedem Punkt als ExpertInnen verstehen und dass wir auch diese Position vertreten, dass wir voneinander lernen wollen. Und in diesem Sinne haben wir die Brücke gebaut, weil du, Ulrike, hattest in unserem Vorgespräch gesagt, da ist Weltgeschichte passiert, da wurde Weltgeschichte geschrieben und sie wurde irgendwie überdeckt sozusagen von einem anderen Thema der Nachrichtenlage, sodass ZuhörerInnen, die nicht journalistisch professionell in jeglicher Hinsicht hinterher sind, das irgendwie verpassen und dann vielleicht auch das Drastische nicht sehen. Und genau dasselbe kann man eigentlich auch über den Iran sagen. Ich zitiere hier die Künstlerin und Publizistin Mina Chorni, die von feministischer Geschichte redete, die jetzt im Iran geschrieben wird. Und dazu haben wir eben eine Kollegin in die Runde eingeladen, die einfach firm ist in dem Thema, nicht nur, weil sie es seit Jahren verfolgt, sondern weil sie auch Farsi spricht und all die Dinge erfüllt, die man aus so einer deutschen Diaspora-Perspektive eben auch einladen kann, wenn man journalistisch arbeitet. Und damit begrüße ich Gilda Sahebi, die jetzt hoffentlich in diesem Bildschirmraum auftaucht. Hallo Gilda, schön, dass du da bist. Danke für die Ja, für alle, die Gilda Sahebi noch nicht kennen, was ich mir gerade nicht vorstellen kann, wenn man auf Social Media oder Instagram oder Twitter also unterwegs ist, dann wird man ihren Posts sicherlich begegnen. Sie bespricht selbst, schreibt eine Kolumne schon lange in der Taz. Sie verlinkt iranische Stimmen aktuell, legt den Finger in die Wunde, über die wir auch reden wollen. Aber vor allem ist sie Ärztin, Politikwissenschaftlerin und Journalistin mit den Schwerpunkten Rassismus, Antisemitismus, Medizin, Wissenschaft und eben Nahe Osten und einem biografischen Bezug. Und für uns sind das alles sehr spannende Perspektiven, die du mitbringst auf das Thema, das wir alle betrachtet haben, von außen auch die Kritik mitgelesen haben und deswegen auch vielleicht erstmal über diese Gleichzeitigkeiten in der Weltlage sprechen wollen. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen. Also für alle, ich käme mir jetzt komisch vor, die Geschichte nicht nochmal zu sagen, also worüber reden wir? Deswegen tue ich das, weil vielleicht irgendwann werden wir diesen Podcast nochmal hören und dann werden sich Menschen nicht mehr so gut vielleicht erinnern oder gerade dann sollten sie es. Also wir reden jetzt über die Frage von Frauenrechten, feministischer Außenpolitik und Lage in der Ukraine. Das wird in dieser Sendung unser Thema sein. Es ist ein Aufdröseln, wohin der Mainstream seine Aufmerksamkeit richtet oder nicht. Und wir tun das auch mit viel Gefühl und Empathie für die Menschen, die jetzt nicht nur, also die im Iran gerade ihr Leben aufs Spiel setzen. Und das tun sie im Gedenken an die 22-jährige Kurdin Gina, vielerorts Massa genannt, aber ihr kurdischer Name ist Gina Mina. Und die wegen eines falsch in Anführungszeichen getragenen Kopftuchs von der Sittenpolizei in Teheran erst inhaftiert, gewaltvoll verprügelt wurde und später in einem Krankenhaus starb. Und diese Proteste haben eine Art intersektionalen, sich überschneidenden Protest ausgelöst. Wenn man dir folgt, Gilda, dann wird man das verstehen. Und darüber würde ich jetzt auch gerne sprechen. Das wäre die erste Frage an dich. Welche Dimension hat dieser Protest aus deiner Perspektive oder beziehungsweise vieler Stimmen, die du auch vertrittst, repräsentierst?
Ganz verschiedene. Also das ist ja, glaube ich, auch so das Neue an diesem Protest. Also natürlich eine politische Dimension, über die können wir noch sprechen auch. Aber wenn man jetzt reinguckt ins Land und die Menschen anschaut oder mit den Menschen spricht, die dort wirklich tatsächlich protestieren und die Videos anguckt, die vielen, vielen Videos und Bilder, die jetzt auch kursieren in den sozialen Medien. Dann hat man das als jemand, die das schon lange beobachtet, kann man das eigentlich kaum glauben, was da passiert. Also, weil das ist das allererste Mal, dass es wirklich gegen die Unterdrückung ganz konkret, ganz explizit der Frau geht im Iran. Das ist eine der wichtigsten Säulen von diesem Regime. 79, als Khomeini damals aus dem Exil kam, die Macht übernommen hat, die Islamische Revolution passiert ist. Da war eine der ersten Handlungen, war es, diese Gesetze einzuführen zur Unterdrückung der Frau. Und eines der allerersten war eben die Zwangsverschleierung. Also am 8. März 1979, nur ein paar Wochen später, waren schon Zehntausende von Frauen in Teheran auf den Straßen ohne Kopftuch und haben gegen dieses Gesetz zur Zwangsverschleierung protestiert. Und das ist Damit ging die Entrechtung nur los. Dann durften erst Frauen bestimmte Berufe nicht mehr ausrufen, es durfte ausüben, es durfte keine Richterinnen mehr geben. Dann kam eben die gesellschaftliche Unterdrückung komplett, und das ist eben das Fundament dieses Regimes. Und was wir jetzt sehen, ist, dass eben mit dem Tod von Jina Amini, der eben das gezeigt hat, weil das sagen auch ganz viele, das hätte mich treffen können, das hätte meine Töchter treffen können. Diese Situation, dass man angehalten wird, die habe ich selbst auch schon erlebt. Ich war 14, als ich letztes Mal im Iran war, hatte sehr lange Haare und die haben halt ein bisschen rausgeguckt. Und dann hat auch so eine Sittenpolizei mich und meine Tante angehalten und hat mich beschimpft als Hure. Und das versteht man einfach nicht. Und das kann man sich auch nicht vorstellen, was das mit den Frauen macht auf Dauer. Und wenn man dann weiß, es kann sogar passieren, dass man dafür zu Tode kommt, dann löst es eine Wut aus, alles, was das überhaupt möglich macht im System. Und dann sind es aber jetzt eben nicht nur die Frauen, in Anführungsstrichen, die protestieren, sondern alle. Also da sind wirklich die Männer und die Queers und alle, die unterdrückt sind, in diesem Staat auch noch dazugekommen. Ich hatte ein Gespräch mit einer Redakteurin vor ein paar Tagen, die meinte, sie ist so erstaunt, dass da auch die Männer protestieren und so halt die Frauen mit den Frauen und für Feminismus. Und ich so, also wir kennen diese Männer schon lange, das ist für uns überhaupt keine Überraschung, dass es die gibt, weil das ist einfach eine Gesellschaft, wo es eine breite, gebildete Mittelschicht gibt und die beschäftigen sich mit Feminismus, mit den Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Und Männer dürfen genauso keine Freundin haben. Die dürfen genauso nicht ihre Sexualität ausleben. Die dürfen auch nicht mit ihrer Freundin zusammenziehen vor der Ehe. Solche Dinge betreffen natürlich auch alle. Gerade das Thema Sexualität ist ein Riesentabu. Und dass es konkret gegen diese wirklich wichtige, wichtige Säule dieser brutalen Herrschaft geht, das ist was sehr Faszinierendes auch. Und was ich ganz besonders wichtig finde, ist, dass es halt im Nahen Osten passiert, weil wir ganz oft eben dieses Bild haben, ja, die sind damit wohl irgendwie zufrieden. Das haben wir in Afghanistan auch gesehen, da als dann kam, ja, wir haben es 20 Jahre lang probiert, sorry, wir haben 20 Jahre lang probiert, den Frauen Rechte beizubringen und das beizubringen und das beizubringen. Das hat halt nicht funktioniert, müssen wir wieder gehen. Und ich finde, die Proteste zeigen halt echt gut, dass es eben nicht so ist, dass dort irgendwie Menschen nicht nach Freiheit streben und nach Selbstverwirklichung, sondern es ist dort genauso. Diesen Aspekt, den würde ich gerne im Hinterkopf behalten, weil darüber würde ich gerne mit euch allen sprechen, aber nochmal in die kleinen Details, die du gerade angesprochen hast, gegangen. Du hast eben die Sexualität angesprochen. Ich hatte gerade die Publizistin und Künstlerin Mina Chauny zitiert und in einem ihrer Texte schrieb sie auch, dass es in der Form der Unterdrückung darum geht, die Sexualität der gesamten Gesellschaft zu kontrollieren. Und das ist ja auch etwas, was du gerade schon anklingen hast lassen. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Weil ich wirklich glaube, dass viele Menschen nicht sehen und das sehr, sehr eingeengt, sehr Tunnelbetrachtung betrachten, wer hier eigentlich auf der Straße ist. Die Männer hattest du angesprochen, aber was ist mit diesem Punkt? Worum geht es bei diesem feministischen Kampf ja quasi auch? Also, wir sehen zum Beispiel ganz viele Videos von Frauen jetzt, die auf den Straßen tanzen. Da gibt es so eine Kompilation an Videos, wo man die Frauen sieht, die ihre Kopftücher schwenken und tanzen und einfach ihren Körper zeigen, ihre Weiblichkeit ausleben. Das ist absolut verboten im Iran. Also es darf eigentlich keine
Ausschau von Weiblichkeit geben. Das ist absolut verboten. Deswegen müssen Frauen ja nicht nur das Kopftuch tragen, sondern auch, es muss alles bedeckt sein. Und das trifft natürlich die gesamte Gesellschaft. Wenn Sexualität ist ein so starker und wichtiger Teil unserer Identität. Und wenn die immer und immer unterdrückt wird, und dann sieht man aber zu Hause, also es gibt im Iran, das muss man auch wissen, eine extrem starke Trennung von privat und öffentlich. Im Privaten passiert ganz, ganz, ganz viel, was man im Öffentlichen eben nicht machen darf, bis zum Exzess. Also es gibt legendäre Partys in Teheran mit Drogen, mit Alkohol. Die Leute brennen Alkohol zu Hause illegal. Und haben Satellitenschüsseln auf den Dächern, was eigentlich auch illegal ist, aber das passiert natürlich ständig. Dann werden sie immer wieder vom Regime abgeräumt und dann kommen sie wieder drauf und das ist wie so ein ständiges Auf und Ab. Und diese jungen Menschen, vor allem die jungen Menschen, die sehen diese Dinge, also die Art und Weise, wie wir frei leben. Also wir haben natürlich, iranische Familien sind auch immer verstreut, also man hat immer Familie überall auf der Welt, also fast alle iranischen Familien, und da kriegt man einfach mit, was es heißt, frei leben zu können, seine Sexualität ausleben zu können, über diese Themen sprechen zu können. Riesiges Tabu. Und das betrifft alle Menschen. Also alle, vor allem eben junge Menschen, die nur die Islamische Republik kennen und die aber wissen, dass sie es haben könnten. Und sie wissen auch, wer ihnen da im Weg steht. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Wissen und diese Wut über diese Ungerechtigkeit gerade ganz stark ist. Noch eine Rückfrage dazu, das lässt in mir so anklingen, Stichwort, alle gesellschaftlichen transformieren sich in einer gewissen, es ist auch so wie so ein Generation Change, man könnte das jetzt in die großen Wörter intersektional und so weiter packen, aber es ist es ja noch in einer weiteren Hinsicht, vielleicht könntest du dazu auch noch etwas sagen, wir hatten auch im Vorfeld darüber gesprochen, wie wird denn Massa jetzt eigentlich genannt. Überall sieht man Massa, aber eigentlich ist es Gina. Ich hatte auch Sina mal gesagt, weil ich es mit ZH gelesen habe, musste dann erstmal informieren, mich schnellstens, wie ist der Name? Und eigentlich steckt dahinter eine kurdische Geschichte und auch hier sozusagen eine weitere marginalisierte Geschichte. Und ich lese dazu noch nicht genügend, wenig, will ich jetzt einfach mal diplomatisch sagen. Vielleicht kannst du uns da noch was mitgeben an Differenzierung, bitte. Das ist ein super wichtiges Thema. Also ich habe mit meiner guten Freundin Sham Jaff, die ist Kurdin. Und am Sonntag ging es eben um die Taz. Die Taz wollte eben, ich muss übrigens Riesenprops an die Taz, also wirklich, die waren von Anfang an dabei. Von Anfang an wurden wir angefragt für Texte, wo noch gar nichts los war. Und das fand ich auch ganz cool. Da kam die Anfrage eben von der Taz, dass man mal über die Frage der dass eben KurdInnen sind und das Kurdistan, von wo dieser Protest ausging, was eine riesen, riesen Rolle spielt. Und Scham hat eben jetzt, gestern kam der Text raus, einen ganz tollen Text dazu geschrieben, weil das eine riesen Rolle spielt. Also erstmal eben Gina war Kurdin, die Beerdigung, von wo die Proteste ausgingen, das war in Kurdistan. Und der Ausspruch, Jinjian Azadi ist kurdisch. Das ist ein Ausspruch, der aus der kurdischen, Protest- und feministischen Bewegung kommt. Und der wurde sozusagen jetzt auch übernommen von den IranerInnen. Und da gibt es natürlich verschiedene Dinge. Einmal weiß man natürlich nicht, und da ist leider keine, also es scheint keine ZeugInnen zu geben, weiß man nicht, ob Gina so brutal behandelt wurde, zusätzlich, weil sie Kurdin ist. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob die Polizei das wusste zu dem Zeitpunkt oder nicht. Das heißt, das kann man nicht beantworten. Aber der kurdische Widerstand und dass es gerade daraus kam und dass gerade dieser Protest so groß wurde und so übergreifend auch intersektional, hat ganz viel damit zu tun, dass es von Kurdistan aus. Ja, das ist gut. Man könnte dir unendlich lange zuhören, weil es so viele Fragen gibt auf dem Tableau, die noch nicht gestellt wurden. Ich stelle jetzt noch ein paar, die lassen wir mit einfließen, aber ich würde jetzt erstmal in die Runde gehen, weil alleine diese zwei Aspekte, die du zuletzt nochmal ausgeführt hast, wir ja wenig in den Medien lesen und vielleicht einmal an euch alle die Frage, wie ihr die Medien in den letzten anderthalb Wochen quasi, ja, so könnte man es sagen. Also es gab ja diese Zäsur schon, man liest jetzt mehr in der Taz, wie ihr das wahrgenommen habt. Wie ist für euch die Berichterstattung aktuell? Wie gut fühlt ihr euch informiert als Medienschaffende? Ja, also ich hätte eine Frage, die von der ich nicht genau weiß, ob die Medien das schon beantwortet haben, weil ich eben jetzt in Frankreich war.
Aber das ist eine Frage an Gilda. Also, so wie ich das wahrnehme als Leserin, als Ahnungslose, ist es ja so, dass diese Unterdrückung der Frau im Iran dient ja nur dazu, das Ayatollah-Regime zu stabilisieren. Und dieses Regime ist extrem korrupt, inklusive natürlich des ganzen Militärapparates, der darunter ist. Der Militärapparat ist ja auch der Apparat, der dann die Bevölkerung unterdrückt. Alle im Militärapparat profitieren von den Öleinnahmen und von dem Reichtum des Landes. Das heißt, dieses Militär, so scheint es mir aus der Ferne, würde seine Pfründen verlieren, wenn die Bevölkerung sich mit dem Protest durchsetzt. Also wäre jetzt meine Vermutung, dass der Protest ganz brutal niedergeknüppelt wird und dass, auch wenn da Millionen auf der Straße sind, sich die Gesellschaft nicht wirklich wandeln kann, weil es faktisch eben eine Diktatur ist, nicht? Die meisten Iraner wollen nicht in dieser islamischen Revolution leben, aber darum geht es gar nicht. Es ist eine Militärdiktatur, die sich als islamisch maskiert und es geht darum, den Reichtum des Landes an eine kleine, brutale Oberschicht umzuleiten. Und jetzt wüsste ich gerne, ob Gilda diesen Pessimismus teilt oder ob ich das dann doch falsch sehe. Dann nehmen wir die Frage erst noch mal rein und den anderen Aspekt zurück. Genau. Das ist ein extrem wichtiger Aspekt. Also du hast es genau so beschrieben, wie es ist. Also das ist vor allem die Pasdaran, die Revolutionsgarde, das ist eine unglaublich starke militärische Macht, aber eben auch eine wirtschaftliche Macht. Und die profitieren zum Beispiel auch von den Sanktionen, weil die Schwarzgeld machen. Also die profitieren eigentlich von allem und sind unglaublich reich, wollen unter anderem aber auch den Atomdeal, das ist auch nochmal ein Thema für sich, weil sie dadurch natürlich, dann kommt Gelder frei, dann können sie noch mehr in ihre Taschen stecken. Das ist auch ein Grund, warum also ich kenne keine iranische Person, die diesem Regime traut. Irgendein Wort, was sie sagen, die wissen alles, ist gelogen. Es geht in ihre eigenen Taschen, es gehen irgendwie Zahlen von mehr als 90 Milliarden Dollar um, die Khamenei, der Revolutionsführer, an Privatvermögen haben soll. Also solche Dinge. Ich bin trotzdem nicht ganz so pessimistisch, aus zwei Gründen eigentlich. Einmal, ja, die sind sehr, sehr stark. Man sieht aber auch wieder in diesem Protest zum ersten Mal, dass zum Beispiel zum ersten Mal versucht, die Leute aus diesem Militärapparat auf die Seite der Protestierenden zu ziehen. Das hatten wir noch nie. Das gab es bisher noch nicht. Es gibt sogar, also jetzt eher so unter IranerInnen wird sogar überlegt, ob man irgendwie was einrichten könnte, dass man Spenden sammelt weltweit, dass Soldaten überkommen sozusagen und man bezahlt die sozusagen erstmal ein paar Monate das Gehalt weiter. Also gibt's ganz viele Überlegungen, wo man sieht, die wissen das schon und die denken zum ersten Mal drüber nach. Ich fürchte auch, dass dieser Protest aufhören wird, sehr, sehr, sehr brutal, wahrscheinlich brutaler als zuvor, niedergeschlagen wird. Man sieht jetzt, es soll wieder Revolutionsgerichte geben, das soll jetzt wieder eingerichtet werden. Aber ich glaube, es ist der Anfang. Ich glaube, die Menschen haben gesehen, dass sie es machen können. Sie müssen sich nur organisieren. Man sieht zum Beispiel auch aus den kurdischen Gebieten wurden jetzt schon die Peschmerga sozusagen um Hilfe gebeten. Das ist auch was Neues. Ich glaube, dass der Protest sich jetzt zum ersten Mal organisieren wird, wahrscheinlich auch mit Waffen. Ich glaube, es ist der Anfang, weil die Menschen, dieser Geist lässt sich nicht zurück in die Flasche bringen. Das wird den Machthabern, glaube ich, nicht gelingen. Vielleicht eine Zahl mal reingebracht, weil ich das, was du eben gesagt hast, das ist der Anfang wirklich auch nochmal aus so einer medienkritischen Sicht wichtig finde. Der Politikwissenschaftler, auf den du mich auch aufmerksam gemacht hast, Ali Fatollah Nejad, ich habe jetzt einiges von ihm gelesen, der sagte, vergangenes Jahr gab es 4000 Proteste im Iran, ein Rekordwert seit 2016 und dass es im ersten halben Jahr diesen Jahres 2200 Proteste gab. Also ganz viele Dinge, die wir ja gar nicht mitbekommen haben, um wieder zu der Frage zurückzukommen, also wie ihr die Medien rezipiert habt, also welche Tonalität, welches Wissen, welche Meinungsrichtung habt ihr gelesen? Jetzt nochmal dahingehend zurück. Mitu, du hältst schon dein Mikro.
Also für mich war es tatsächlich so, ich habe davon aus dem Internet erfahren. Also meine Medien, also die klassischen Medien haben mich nicht informiert. Und nachdem im Internet schon klar war, da passiert nicht etwas, da passiert das Große. Also ne, es wird wirklich die Systemfrage gestellt. Es gehen auch nicht nur ein paar Leute auf die Straße und sagen, wir möchten das Kopftuch nicht tragen, sondern es wird gesagt, wir möchten dieses Regime nicht mehr haben. Wir stellen alles in Frage. Und das sind ja wirklich große Dinge, dass Menschen irgendwie Städte einnehmen. Also ne, diesen Mythos des irgendwie unbesiegbaren Regimes ankratzen. Das lese ich nicht. Also das lese ich jetzt ganz, 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 ganz langsam. Und das ist tatsächlich etwas, was mir Hoffnung macht, weil ich tatsächlich glaube, du kannst, egal wie brutal du regierst, du kannst halt nicht Krieg gegen dein eigenes Volk führen. Also an irgendeinem Punkt funktioniert das einfach nicht mehr. Du musst irgendeine Zustimmung haben und die scheint gerade wirklich zu bröckeln. Und gleichzeitig sitzen wir hier daneben und es bricht einem natürlich das Herz, weil man merkt, was die Menschen dafür einsetzen müssen. Theresa? Das, was MeToo beschreibt, das kann ich teilen. Also man sieht bei vielen internationalen Ereignissen und Entwicklungen eine zeitliche Verzögerung, dass wenn man sehr politisch vernetzt ist in sozialen Medien, geht da oft etwas los, was dann teilweise erst über internationale englischsprachige Medien früher aufgegriffen wird, bevor es in den Deutschen ankommt. Und da ist die Berichterstattung, würde ich gerade sagen, auch noch verhalten, also punktuell. Es braucht erstmal wieder viele Hintergrundberichte, um überhaupt einzuordnen, wie ist die Situation da, wie waren die Entwicklungen. Also das ist, glaube ich, eine Frage, die ich mir immer stelle als Medienrezipientin, aber auch als Journalistin. Wie bekommt man das eigentlich langfristig hin, sich gut über viele internationale Entwicklungen zu informieren? Und machen wir das genug? Und erkennen wir aus einer deutschen Berichterstattungsperspektive an, wie plural die deutsche Gesellschaft ist, dass hier auch wirklich viele Menschen leben, die diese Berichterstattung erwarten, weil sie hier ihr Zuhause haben und trotzdem über die Ereignisse in ihren Herkunftsländern informiert werden möchten, eben wie führen wir die Zusammenhänge zusammen und muss es jedes Mal wieder bei Null losgehen? Und ist die internationale Berichterstattung eigentlich gut genug ausgebaut? Und werden wir da den Bedürfnissen auch der Menschen, die Medien konsumieren, eigentlich gerecht? Also ist es eine Annahme, dass alle die Beerdigung der Queen unbedingt gucken wollen und das am interessantesten finden? Ist das eine Fehlannahme oder also kann man eben auch ein Interesse wecken über eine gute Berichterstattung? Und natürlich auch, also wir sehen jetzt Zeitungen berichten, es erscheinen viele Gastbeiträge, aber schwappt es auch wirklich in größere Fernsehsendungen über? Also bekommen wir mal eine Talkshow, die sich wirklich damit auseinandersetzt, oder bleiben wir jetzt für die nächsten Wochen bei drei Sendungen zum Gaspreisdeckel? Also das ist ja so, also diese Monothematik, die ich wahrnehme, wo und es ist natürlich auch eine wichtige feministische Diskussion, sich zu fragen, haben wir genug Interesse, also tun wir aktiv genug, um international mehr mitzubekommen, aber wo ist es vielleicht auch schwierig, sich zu informieren? Also ich glaube, das greift schon ineinander. Aber ja, klar, also ein größeres Interesse oder sich selbst fragen, habe ich ein Interesse, das groß genug ist, ist auch wichtig. Also ich habe zufällig im letzten Jahr das Buch über iranische Frauen von Golineh Atai gelesen, die verschiedene Aktivistinnen porträtiert hat in ihrem Buch und dabei eben auch ganz viel Geschichte und aktuelle Bewegungen erzählt hat. Und daraus habe ich mitgenommen, das war so eine ihrer Kernbotschaften an deutsche Feministinnen, dass die Aktivistinnen im Iran, die wollen gesehen werden, die nehmen wahr, wenn es internationale Solidarität gibt. Vielleicht kann Gilda was dazu sagen, ob das gerade auch so ist, dass die internationale Solidarität jetzt auch einfach die Proteste weiterträgt und an der Stelle auch eine politische Bedeutung hat. Ich glaube, ganz im Gegenteil, es ist unsere Verantwortung. Also, ne, also da setzen Menschen ihr Leben aufs Spiel. Und wenn wir nicht darüber berichten,
dann spielen wir dem System in die Hände. Und das passiert ja gerade so ein bisschen. Und für mich war es zum ersten Mal seit langer Zeit wieder, dass das Internet sich selbst gerettet hat. Also, weil vorher dachte ich wirklich, eigentlich müssen wir das alles abschalten. Das ist ganz schrecklich. Wir beschmeißen es die ganze Zeit nur mit Wut. Und irgendwie zum ersten Mal fand ich es wirklich informativ. Es hat Informationen gegeben, die ich ansonsten nirgendwo herbekomme. Auch nützliche Informationen. Also, was können wir von hier aus tun? Wie können wir diese Proxy-Server einrichten und alles, was ich technisch nicht verstanden habe und so weiter, aber ganz fleißig geteilt habe. Und halt auch wirklich Aufklärung an unsere Politiker. Irgendwie, das Regime ist schrecklich, aber bitte redet nicht gut über das Schah-Regime davor. Das war auch wirklich schrecklich. Lasst uns auf diesen Punkt jetzt nochmal eingehen, weil ich höre nämlich so einen Punkt heraus. Wer sind die Expertinnen? Wer sind die Experten? Wer wird herangezogen? Wer wird wie ernst genommen? Gilla, du hast vorhin gesagt, die Taz hat sehr schnell reagiert, hat nicht nur Gast, sondern du bist Kolumnistin, aber auch Gastautorinnen geholt. Theresa, du hast darüber gesprochen eben auch. Da muss man die natürlich auch mal identifizieren. Ich würde behaupten, viele wurden genau in diesem Internet identifiziert. Aber wer vertraut dann wem? Also was ist so klassische Berichterstattung? Erstattung. Lasst uns da noch mal gucken, jetzt hinsichtlich dieser auch feministischen Frage, wenn es darum geht, über Kontexte zu berichten, wo es um Befreiung, Unterdrückung, eben um Diskriminierung geht, weil das ja auch hier in Deutschland überlagert ist, dieser Blick auf diesen vermeintlichen Nahen Osten, auf Iran, auf so bestimmte Verständnisse. Und noch ein Hinweis: das Buch von Golini Atta heißt Iran, die Freiheit ist weiblich, für alle, die es interessiert. Genau. Also, wie ist da euer Blick drauf? Was denkt ihr? Also ich will unbedingt was Theresa und Mithu gesagt haben, es tut so gut, es zu hören, weil man so oft das Gefühl hat, dass man mit diesen Ansichten total alleine ist. Also gerade die letzten Jahre, ich konnte immer gar nicht fassen, wie wenig gerade über den Iran zum Beispiel berichtet wird. Und nicht, weil ich jetzt aus dem Iran stamme, sondern weil es extrem wichtig ist, was passiert für den gesamten Nahen und Mittleren Osten. Und das ging so weit, dass ich für die Welt darüber geschrieben habe, weil keine andere Zeitung, das mache ich jetzt nicht mehr übrigens, aber weil sonst niemand darüber berichtet hat. Springer natürlich aus den ganz ureigenen Motiven, aber auch jetzt ist es eben einmal die Taz und unter anderem der WDR und da merkt man halt, beim WDR arbeiten viele POCs. Der WDR ist da echt ziemlich gut mit dem, was für JournalistInnen dort arbeiten und da ist schon Frust einfach da aus den letzten Jahren, weil man hört ständig von PolitikerInnen, von den Medien, ja, es muss von innen kommen im Nahen Osten, die Frauenbewegung, die Menschenrechtsbewegung und das muss von dort stammen. Und jetzt ist es mal da. Und dann ist immer noch irgendwie auf tagesschau.de 10 Artikel zur Gasumlage. Wo ich denke, naja, also worauf habt ihr denn gewartet jetzt 20 Jahre lang? Jetzt ist es doch da. Wieso, warum passiert da so wenig? Und man hört dann eben auch ganz viele falsche Sachen in den Medien, wo ich denke, beschäftigt euch doch damit oder holt eben ExpertInnen, die sich damit beschäftigen. Das machen dann ein paar Medien zum Glück eben, die Taz zum Beispiel finde ich total gut. Aber so gestern bei der SZ schreibt dann der Korrespondent über Kopftuchunruhen, wo ich denke, naja, beschäftige dich doch mit dem Thema Kopftuch meinetwegen auch oder so. Und da, ich glaube, es ändert sich schon was. Ich glaube, dass langsam in den Redaktionen auch klar wird, wir brauchen nun mal Leute. Und gerade internationale Berichterstattung, ich lese da eigentlich nur englischsprachige Presse. Also da die sind einfach, weil die auch Leute haben, die mit denen die sprechen oder schreiben Leute, die sich wirklich auskennen. Und das Schlimme ist, das habe ich auch gerade gesagt, das spiegelt sich in der Politik wider. Also wenn der Regierungssprecher sich hinstellt und sagt, wir fordern Aufklärung vom iranischen Regime, denke ich, wie könnt ihr Aufklärung vom iranischen Regime fordern? Was meint ihr denn? Was heißt eine Aufklärung? Was sollen wir machen? Die haben einen Tag nach Jinas Tod, nach Jina Aminis Tod, hatten die auf ihrer staatlichen Nachrichtenagentur stand, sie ist an Herzstillstand gestorben und es sind amerikanische Beamte und anti-iranische Medien, die denn was anderes behaupten. Ja, einen Tag danach. Und von so einem Regime fordert man Aufklärung aus der Politik, wo ich denke, naja, habt ihr keine Iran-Expertinnen eigentlich bei euch in der Bundesregierung? Also, und das ist halt das bedingt sich gegenseitig. Und wenn wir halt Medien haben, die nicht wissen, wen sie fragen müssen, zum Beispiel Ali, ist einer der besten Experten zum Thema Iran,
den muss man halt erstmal überall empfehlen, weil gar nicht gesucht wird. Und das ist halt was, das muss eigentlich von den Medien selbst kommen und nicht, dass die Leute hingehen und sagen, hey, anklopfen, sagen, könnt ihr mal bitte den und den fragen. Theresa, du Nick, guckst so, ist das richtig gedeutet? Nee, ich habe dir dazu gestimmt. Ich wollte Ah, du hast fragen. wieder, okay. Ja, also tatsächlich, man merkt, wie es immer komplexer wird. Natürlich Medienberichterstattung, du hast jetzt den WDR, POCs, also wer macht die Berichte, welche Perspektiven werden besprochen in einer Redaktionssitzung. Das kann man auf viele Weltlagen und Themen eichen. Da kommen wir auch gleich. Das ist ein bisschen so, dass meine Brücke hinten raus. Lasst uns noch eine Frage. Du hast eben auch das Stichwort gegeben, Gilda. Dieses Thema, du hast eben die Süddeutsche zitiert mit Kopftuchunruhen. Du hast schon im Sommer eine Kolumne geschrieben mit dem Titel Mehr als wehendes Haar, also vor diesen Protesten jetzt. Ich habe jetzt gestern, ups, Theresa ist kurz weg, sie kommt bestimmt gleich wieder. Ich habe jetzt in einem Tweet gelesen, dass du dich positioniert hast und gesagt hast, du wirst vereinnahmt von verschiedenen Seiten, seist du in Anführungszeichen Islamophob, dann Islamapologetin. Also da gibt es mega viele Framings. Auch ich habe jetzt mich schon eingängig mit diesen Kopftuchfragen und ich hätte jetzt ein großes Anliegen mit euch auch darüber zu sprechen, wie ihr diesen Diskurs wahrnehmt, ihn auch mal kurz auseinanderzunehmen und diese Kopftuchsymbolik von hier und dort, was ja ein großer Unterschied, also dort, wo die Gewalt passiert und eben nicht instrumentalisiert werden sollte, zu besprechen. Und vielleicht könnt ihr mal eure 5 Cent in diesen Topf hier werfen. MeToo, du hast irgendwie, ist das richtig gedeutet? Naja, also es ist ja tatsächlich, dass es irgendwie relativ leicht irgendwie das Framing anzusetzen ist, zu sagen, das Kopftuch ist das Problem und irgendwie, und wir müssen uns gegen das Kopftuch wenden und am besten auch gegen das Kopftuch hier und dann wird alles gut. Und dass es darum geht, um Zwang und ne, also um die freie Entscheidung und eben nicht darum, Kopftuch gut oder Kopftuch böse. Das ist halt auch etwas, was so ein bisschen, also ne, wo dann so der rechte Feminismus sagt, wir haben es die ganze Zeit gesagt, uns wurde nur nicht zugehört. Und das schmerzt natürlich. Ich muss aber sagen, ich fand es erleichternd, dass diese Stimmen eben nicht ganz so laut waren. Also, dass man schon das Gefühl hat, so halt, es geht uns hier um etwas. Wir müssen jetzt unsere persönlichen Fäden hoffentlich einmal zur Seite stellen. Ist alles so ein bisschen zeitverzögert, deswegen habe ich immer Sorge, jemandem ins Wort zu fallen. Möchte jemand von euch gerade etwas dazu sagen? Also ich muss zugeben, dass ich beim Thema Kopftuch leidenschaftslos bin. Also ich sehe das wie MeToo. Es muss die freie Entscheidung einer jeden Frau sein können, ob sie Kopftuch tragen will, ja oder nein. Jetzt bin ich aber selber komplett areligiös. Also ich glaube einfach nicht an Gott, auch nicht an den christlichen Gott, auch natürlich nicht an Allah. Und letztlich, das muss ich zugeben, ist mir das völlig fremd, diese Vorstellung, dass man ein Kopftuch trägt oder eine Kutte als christliche Nonne oder so weiter. Aber das ist jetzt mein ganz persönliches Empfinden. Also ich weiß nicht, ich weiß genau, dass das jetzt nicht der Maßstab sein kann, nicht? Sondern wie gesagt, es muss die Freiheit eines jeden sein, zu glauben und meinetwegen dann auch die Symbole seines Glaubens zu tragen. Aber letztlich fällt es mir, das merke ich einfach emotional sehr schwer, in diese gesamte Debatte des Kopftuches einzusteigen, weil es mir selber so fremd ist, ne? Also ich kann das tolerieren, oder, also ist ja klar, aber mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Was ein Aspekt ist, auf den man nochmal beim Kopftuch anders gucken könnte, jetzt einfach von Individuen weg, ist, was passiert damit in der Außenpolitik? Also das ist zum Beispiel eine Forderung, die iranische Aktivistin an Außenpolitikerinnen in den westlichen Ländern geben und immer wieder kritisieren. Das macht zum Beispiel Mahsa Alinejad, die in New York lebt, immer wieder, dass wenn Außenpolitikerinnen diplomatische Kontakte haben mit beispielsweise dem Islam, zu solchen Treffen in der Vergangenheit oft ein Kopftuch angelegt haben. Und da gibt es eben die Forderung, und die würde ich teilen, dass das eine Frau, die normalerweise kein Kopftuch trägt, dann auch nicht als Geste bei einem diplomatischen Kontakt
machen sollte. So, das wäre Teil einer feministischen Außenpolitik als kleines Symbol. Bin jetzt so, jetzt habe ich drei unterschiedliche Aspekte gehört und ich würde die gerne mal kurz sortieren und dann an dich weiterspielen, Gilda, weil wir, und ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen, in welchem Diskursfeld bewegen wir uns bei der Kopftuchdimension. Und das im Hinblick darauf, dass es im Iran, ich betone es nochmal, eigentlich um feministische Kämpfe geht, die um Geschlechtergerechtigkeit handeln, also gegen Zwangsehen, Femizide und all diesem Komplex, Anerkennung von queerem Leben und so weiter und auch die Befreiung von Männern in dem Fall oder von Männlichkeiten. Mithu, du hast dieses hier und dort angesprochen, also Stichwort Zwang im Iran, Freiheit in Deutschland, weil in Deutschland herrscht kein Kopftuchzwang, aber hier werden eben Frauen diskriminiert dafür, Kopftuch zu tragen. Dann du, Ulrike, mit einer eher persönlichen Note, die aber auch relevant ist, weil ich glaube, bei dieser Debatte alle Menschen persönliche Noten mit einbringen, nämlich ihrem Gefühl zu einem Stück Stoff. Mehr Kopf als Tuch. Gibt es einen Buchtitel? Jetzt habe ich gerade die Autorin vergessen, Alina. Naja, sie hat auf jeden Fall über die heterogenen Welten muslimischen Lebens gesprochen. Und dann geht es um Außenpolitik. Also wie gehen Feministinnen jetzt in diesem Fall aus deutscher Perspektive damit um, wenn sie in Länder reisen, in denen eben dieser Zwang herrscht, der hierzulande aber nicht herrscht und sie damit auch eine Symbolik transportieren. Wow, ich finde, das sind ganz schön viele Felder. Gilda, wie nimmst du das wahr, die du jetzt quasi in diesem Feld als Brücke auch für mich fungierst? Ich hatte deine Kolumnen zitiert und du wirst auch vereinnahmt von verdammt vielen Seiten. Ja, es ist halt, das ist eigentlich klar, dass das, was im Iran passiert, ist so komplex, dass die Leute, also jeder guckt ja auf die Welt durch die eigene Brille und denkt dann, das ist die Realität. Und dann wird halt das, was passiert, genommen für die eigene Agenda, wenn man nicht ein Stückchen weiterdenkt zumindest. Und es passiert halt in Deutschland ganz stark mit bestimmten anti-islamischen Stimmen, würde ich jetzt sagen, die das halt eben instrumentalisieren, die aber dann eben nicht verstehen, dass das Kopftuch im Iran, wie wir vorher auch schon gesagt haben, eine ganz spezifische Bedeutung hat. Das hat eine ganz andere Bedeutung, als wenn jemand in Deutschland ein Kopftuch trägt. Also es gibt im Iran auch Frauen, gläubige Frauen, die Kopftuch tragen würden, auch freiwillig, die trotzdem gegen die Zwangsverschleierung sind und gegen die Unterdrückung. Also ich hatte eine Tante, die leider inzwischen gestorben ist, die mir ganz arg lieb war. Und die hat auch, wenn sie nach Deutschland kam, ihr Kopftuch getragen und war aber eine der stärksten Feministinnen, die ich je in meinem Leben gekannt habe. Also das kann man nicht vergleichen. Und es ist halt bitter, wenn das einfach instrumentalisiert wird. Aber deswegen ist umso wichtiger, was Theresa auch gesagt hat, dass man Zeichen setzt, wenn man dorthin geht. Also wenn man als Außenpolitikerin, als Politikerin in Iran geht und dann Kopftuch aufsetzt, dann hat man eine Chance vertan, einfach ein Zeichen zu setzen für die vielen Frauen, die unterdrückt werden. Und man beugt sich der Unterdrückung. Man solidarisiert sich mehr oder weniger mit dem Regime und es geht einfach nicht. Also ich glaube auch, ich habe auch meine ganz eigene Meinung zum Kopftuch. Ich habe meine eigenen spirituellen Glaubenssätze sozusagen und das hat dann Auswirkungen darauf, wie ich das Kopftuch sehe. Aber das ist meine persönliche Sache und das ist das Kopftuch insgesamt. Aber im Iran ist das Kopftuch tatsächlich was Politisches, weil als Frau Ja, das ist ja klar. darf sich nicht kleiden, wie man will. Man darf nicht, deswegen ist ja, was man gerade sieht, und das ist als jemand, die diese Menschen auch kennt, viele von ihnen, und selber dieses Kopftuch aufsetzen muss, was für mich übrigens die Hölle war. Ich habe es gehasst wie die Pest. Ich fand es ganz, ganz schrecklich, weil ich musste. Und es nicht verstanden haben mit 14. Natürlich versteht man das nicht, wenn man irgendwie in einer Kleinstadt in dem Süden Deutschlands aufgewachsen ist und dann soll ich plötzlich Kopftuch aufsetzen. Aber das ist so schön, es zu sehen, wie euphorisch sie auch sind und tanzen und das Kopftuch ablegen und einfach, das machen ganz viele Frauen gerade. Man sieht viele Frauen auf iranischen Straßen ohne Kopftuch. Und es hat was ganz arg Belebendes. Man sieht so die Weiblichkeit, ihre langen Haare schwenken sie umher und zeigen sie. Und das hat was Wunderschönes. Und das ist aber was ganz anderes als das Kopftuch, das Frauen tragen, ob es in der Türkei ist oder in Europa oder in den USA. Das kann man nicht vergleichen. Und jede Person, die es vergleicht, macht es entweder willentlich, um das zu instrumentalisieren, oder sie kennt sich nicht gut aus. Ja, und was ja immer vergessen wird dabei zu sagen, ist, dass das Schah-Regime davor ja
die Leute über die Dörfer geschickt hat, um dann den Frauen das Kopftuch runterzureißen. Also, ne, es wurde ja immer instrumentalisiert, solange wir Kontrolle über euch haben. Das war jetzt, glaube ich, nochmal eine richtig wichtige Zusammenfassung. Also wie viel Bedeutung in diesem Tuch steckt und dass das eine willentliche Instrumentalisierung ist, wie du gesagt hast, oder eben das Nichtwissen. Und Stichwort Wissen ist, glaube ich, was wir in diesem Kontext von feministischem Befreiungskampf nicht nur ihn ernst zu nehmen und ihn zu und Länderkunde zu betreiben, würde ich jetzt mal als Überschrift geben, sondern auch in seiner Komplexität zu erfassen, was nicht schnell geht, sondern irgendwie auch viel Lesen bedeutet. Und das dieser Aspekt, was geht das uns an, gibt es ja oft im Redaktionellen. Also warum sollten wir darüber besprechen? Was hat sozusagen der kleine Bürger, die kleine Bürgerin damit zu tun? Und jetzt lese ich, und deswegen will nochmal dieses Stichwort zu euch gespielt, feministische Außenpolitik. Ihr habt es eben schon angesprochen, die Rolle in dem konkreten Fall Annalena Baerbock, die sich ja schon verhalten gezeigt hat. Dafür wurde sie auch kritisiert. Und auch jetzt. Erste kleine EU-Forderung von Sanktionen habe ich jetzt gelesen. Der Botschafter ist jetzt einbestellt. Also irgendwie so minimal irgendwas in der Nachrichtenlage. Aber ist das nicht jetzt auch ein Prüfstein für, und zwar nicht nur für Annalena Baerbock, natürlich auch für ein politisches, aber auch, und das hattest du angesprochen, Theresa, glaube ich, für eine feministische Positionierung hierzulande von FeministInnen, die jetzt sozusagen nicht auf irgendeinem Instrumentalisierungstrip sind, sage ich jetzt mal. Ich finde das ja interessant, zu fragen, wie soll sich Annalena Baerbock verhalten? Das Problem ist ja ganz generell, das hat man mit allen Diktaturen, wie soll man sich da als Demokratie verhalten? Also ich meine, genauso schwierig ist es ja, da wenn Habeck nach Katar fährt, das ist auch eine Diktatur von Scheiß, da wird zwar nicht feministische Politik, antifeministische Politik betrieben, aber es ist auch eine Diktatur oder Saudi-Arabien, noch schlimmer, da sind aber auch alle westlichen Politiker. Und das Problem ist, glaube ich, dass man anerkennen muss, dass die Macht des Westens, diese Länder zu beeinflussen, tatsächlich sehr begrenzt ist. Und was dann passiert, das kann man natürlich jetzt kritisieren, ist, dass der Westen sich nach seinen eigenen Interessen orientiert. Also man will ja was erreichen, wenn man da nach Saudi-Arabien oder in den Iran fährt. Und letztlich, das wird auch Annalena Baerbock so machen, ist es dann so, dass man, wenn das sich als nützlich erweist, ein Kopftuch zu tragen, und zwar für Deutschland, dann wird man dieses Kopftuch aufsetzen. Noch vielleicht, das ist natürlich, kann man schäbig finden, ne? Aber so wird das laufen. Da mache ich mir nicht so wahnsinnig viele Hoffnungen. Ich spiele es jetzt nochmal in euer Feld rein. Also sozusagen politische Interessen steuern die Art der Handlung. Das ist jetzt irgendwie auch nichts Neues, logischerweise, das würde das bekräftigen. Aber vielleicht ein bisschen abgespeckt, weil es nicht unbedingt darum geht, dass wir jetzt die dezidierte Politik von Annalena Baerbock beurteilen, aber dennoch ja auch im Hinblick auf die Ukraine, im Hinblick auf Positionierung im Weltgeschehen und hinsichtlich einer feministischen Frage von Solidarität mit anderen Frauen oder weiblich gelesenen Personen beziehungsweise feministischer Gleichberechtigungspolitik weltweit. Inwiefern ist hier einfach auch eine Zäsur zu sehen, wo man sagt, in der Wahrnehmung brauchen wir hier schon auch ein bisschen mehr Awareness. Also das, was wir am Anfang von diesem Podcast eben hatten. Ich spiele es nochmal zurück. Also die Sache ist, also ich verstehe, was du sagst. Ich sehe das aber ein bisschen anders in dem Sinne. Klar ist immer, also wir hatten ja schon immer die Stichworte von wertegeleiteter Außenpolitik und jetzt ist es die feministische Außenpolitik. Die Stichworte gibt es ja schon länger. Der Unterschied, den ich jetzt sehen würde zu zum Beispiel Saudi-Arabien und Katar, ist, dass dort die Menschen nicht ständig protestieren. Zumindest wissen wir davon, oder vielleicht nicht, wahrscheinlich tun sie es auch. Ich kenne mich da leider tatsächlich nicht so gut aus, aber nicht in dem Ausmaß, wie wir das jetzt zum Beispiel im Iran sehen. Und das hat eben ganz viel damit zu tun, zum Beispiel im Gegensatz zu Saudi-Arabien sind Frauen immer an die Unis gegangen. Die haben studiert, die sind ins Ausland gegangen, die sind wieder zurückgekommen. Es gab diese Anbindung sozusagen immer wieder. Und wenn die jetzt sagen, wir wollen genauso frei sein wie alle Menschen,
in freien Ländern und dann kommt nichts von der feministischen Außenpolitik, dann gibt es keinen Fall, dann gibt es keine feministische Außenpolitik. Also dann gibt es die einfach nicht. Weil das ist eigentlich der Fall, für den so eine feministische Außenpolitik gemacht ist. Und wir haben, wie Hadija, du es auch gesagt hast, von ihr lächerlich wenig gehört. Und dann dieser Anschluss mit dem UN-Menschenrechtsrat, da habe ich nur noch gedacht, jetzt macht sie, glaube ich, Witze. Also da habe ich gedacht, was meinst du jetzt damit? Da war Russland noch Vorsitzender bis vor ein paar Wochen. Was wollen wir denn, was wollen die denn da machen? Ein Rat, der überhaupt keine Sanktionierungsrechte hat oder irgendwas. Und das Problem dabei ist, wenn man das iranische Regime kennt, dann weiß man, wie gut ihre Sensoren sind für die Reaktionen aus dem Westen. Die wissen ganz, ganz, ganz genau, wie die reagieren. Die beobachten das haarklein. Und das Problem ist halt, wenn da nicht sofort was kommt mit, das geht nicht, wir lassen es nicht gefallen, sofort Sanktionen, sofort irgendwelche Maßnahmen, dann steigt die Schwelle der Gewalt immer weiter an. Dann wissen die, wir können bis zur absoluten Brutalität gehen, ohne dass uns was passiert. Gerade haben sich der Atombeauftragte von Iran mit dem IAEA-Chef getroffen. Während das alles passiert, solche Sachen dürfen nicht sein. Und das ist halt das Problem, dass das Regime durch diese Nichtreaktion Signale kriegt, we're okay. Wir können einfach so weitermachen, wie wir es machen, beziehungsweise es noch weiter treiben. Und das passiert halt. Man sieht die Brutalität seit 2009 bei den Protesten immer größer werden. Und jetzt, wie gesagt, haben sie Revolutionsgerichte wieder eingerichtet. Ich habe ein Grauen davor, was jetzt kommt. Deswegen, das stimmt, der Westen hat eine eingeschränkte Einflussmöglichkeit, aber man sieht zum Beispiel, Israel hält sich auch zurück. Das ist auch sehr auffällig. Also die reagieren gerade sehr, sehr wenig, was auch klug ist, glaube ich. Aber wenn nicht mal rhetorisch was kommt oder Sanktionen, wie die USA das ja schon gemacht haben, dann ist es anspornend für das Regime und das ist halt das Problem. Ja, aber jetzt mal beim Thema Sanktionen. Der Iran ist ja schon das, also neben Venezuela und jetzt natürlich auch Russland, schon das am stärksten sanktionierte Regime der Welt. Naja, Nordkorea ist auch ähnlich stark sanktioniert. So, und das hat aber bisher nichts gebracht, muss man jetzt mal sagen, nicht? Die Sanktionen können auch zum Teil umgangen werden, nicht vom Westen, aber von anderen Ländern. Ich sage nur Indien oder so. Und jetzt ist eigentlich die Frage, welche Sanktionen stellst du dir noch vor, die man noch verhängen könnte? Sondern eigentlich ist ja die Diskussion im Westen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, da bist du ja die Expertin, dass eigentlich die Sanktionen ja gar nicht das Regime treffen. Du hast ja selber gesagt, dass die durch die Sanktionen auch noch reich werden, weil sie dann den Schwarzmarkt beliefern, sondern dass die Bevölkerung davon getroffen wird und verarmt. Das heißt, jetzt wenn der Westen weitere Sanktionen verhängt, von denen man gar nicht weiß, welche es noch sein könnten, würde wieder nur die Bevölkerung getroffen, aber nicht das Regime. Und das ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft, das kann ich verstehen, zu erkennen, dass der Westen eigentlich machtlos ist. Weil er also, ja, und natürlich, das habe ich ja schon gesagt, zynisch seine eigenen Interessen verfolgt. Aber er ist auch machtlos. Aber jetzt bleiben wir einfach mal beim Thema Sanktionen. Was würdest du dir konkret vorstellen? Genau, ich hätte das gleich konkretisieren sollen. Also die Sanktionen, die die USA verhängt haben, jetzt neu, gehen bestimmt gegen Personen, gegen hohe Sicherheitsbeamte. Da werden Vermögen eingefroren. Und da trifft man die Leute schon hart. Also man hat zum Beispiel gesehen, als jetzt der Präsident Raisi in New York war, zur Generalversammlung, haben die Souvenirs bis zum geht nicht mehr mitgenommen aus New York. Solche Sachen, die wollen schon im Luxus leben und die schicken auch ihre Kinder schön in den Westen zum Studieren und haben ihr Vermögen überall. Man muss wirklich tatsächlich, du hast recht, diese Sanktionen, ich kriege es auch mit über meine Familie, die sind schrecklich. Also die Apotheken haben keine Medikamente mehr, die Menschen leiden. Das ist nicht der Weg. Aber man muss halt das Regime treffen durch solche gezielten Sanktionen und zum Beispiel Raisi hätte nie im Leben vor der Generalversammlung sprechen dürfen. Da hätte es ein Zeichen geben müssen von der internationalen Weltgemeinschaft. Gab es nicht. Also mit aber der ich meine, auch Russland spricht vor der Generalversammlung, da spricht jeder. Klar, aber da muss man ein Zeichen setzen. Er ist ja sogar auch noch mutmaßlicher Massenmörder. Also und da gingen ja die Proteste auch gerade, aber Putin war ja zum Beispiel nicht selber da. Also da ist wirklich der Präsident selber nach New York gekommen. Tatsächlich das Vermögen einzufrieren. Jetzt habe ich mal eine Frage. Also normalerweise, ich weiß es nicht im Iran, aber normalerweise sind Medikamente ausgenommen von Sanktionen.
Wenn jetzt im Iran die Medikamente knapp werden, dann liegt das, glaube ich, am Regime selbst, nicht an den Sanktionen. Ja, genau. Also es liegt halt an, es hat verschiedene Gründe, einfach weil auch Handelsketten ist, also das Geld, der Geldtransfer ist das Problem. Also wenn wir zum Beispiel versuchen, gerade entweder aus dem Iran Geld zu bringen oder hinzuschicken, ist es jedes Mal, man muss es mit Individuen im Flugzeug transportieren, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, Geld auszutauschen. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Ich habe euch jetzt ein bisschen zugehört und höre schon auch wieder das Thema, irgendwie kommt mir doch das Thema Aufmerksamkeit oder Wissens- oder Auslegungsgeschichten auch dazu, weil natürlich die Botschaft, das, was du gerade gesagt hast, gilt also sozusagen die Positionierung. Ich glaube, Annalena Baerbock hat gesagt, wenn in einem Land Frauen nicht sicher sind, dann ist niemand sicher. Und das hat sie diese Woche gesagt. Und ich glaube, dieses Thema Positionieren, und wir haben ja dieses, was uns nah ist, der Ukraine-Krieg ist uns nah, bestimmte Positionierungen. Danach muss man diskutieren, was für Maßnahmen nützen. Das ist immer sehr hilfreich in den letzten Folgen zum Beispiel gewesen, mit Ulrike dann über die Ukraine zu sprechen, um irgendwie auch so einen Realismus-Check zu machen. Also was macht Politik, was ist wirtschaftlich möglich, welche Regelungen gibt es? Aber ein ähnliches Gespräch müsste ja jetzt beim Iran längstens dann auch stattfinden, beziehungsweise steht jetzt an. Das ist jetzt, was ich so ein bisschen heraushöre, weil ja, vielleicht hat alles bisher nichts genutzt, vielleicht braucht man was anderes, denn Fakt ist ja auch, sehenden Auges machen wir schon vieles in der Welt und lassen es zu aus einer, und aus einer feministischen Außenpolitikperspektive würde ich schon noch mal in den Raum geben, kann das ja nicht die Haltung sein, wir können da nichts ändern, sondern, und dann haben wir noch den Punkt, we are here because you were there, also der alte Spruch der Geflüchtetenbewegung. Wir haben eine große Diaspora aller Länder eigentlich weltweit hier in Deutschland. Das heißt, jegliche Konflikte werden in Zukunft in ihrer Gleichzeitigkeit wachsen. Damit müssen wir doch irgendwie umgehen, oder? Ich glaube, es gibt halt zwei Ebenen. Es gibt einmal die Ebene tatsächlich Aufmerksamkeit. Das heißt, was können wir als Journalisten, Journalistinnen, was können wir als Medienöffentlichkeit oder als Öffentlichkeit machen? Und da hätte ich tatsächlich auch noch einen Wunsch nachher an dich, Gilda, ob du irgendwie uns nochmal sagst, ein paar Sachen an die Hand geben könntest. Tut das, bitte. Das wäre eine gute, wie soll ich sagen, Handlung. Die andere Sache ist tatsächlich, was kann die Politik machen? Und da merkt man ja auch wirklich dieses große Unwissen, was wahrscheinlich aus Desinteresse, aus was auch immer herausgekommen ist. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo tatsächlich die Politik Aufklärung braucht. Was kann sie realistisch fordern? Was können sie auch machen? Und auch da würde ich mir so ein bisschen, lass uns so einen Katalog am Ende haben. Und selbst wenn wir jetzt keinen Katalog erstellen, weil wir die ExpertInnen nicht sind und Gilda nicht alleine jetzt hier uns sozusagen die, vielleicht möchtest du das, vielleicht auch nicht, aber ich gehe noch mal auf diesen Punkt zurück. Wir haben Christina Lunzett, wäre jetzt wahrscheinlich auch schön, wenn wir sie hier in dieser Runde hätten, aus so einer feministischen Außenpolitikperspektive. Aber ich als JournalistIn und wir berichten alle, wir können medienkritisch sein, aber für mich ist zum Beispiel immer auch eine relevante Frage, auf welche Punkte weise ich hin, wenn ich das aus einer feministisch-journalistischen Perspektive tue. Also welche Expertin lade ich ein? Das hatten wir schon vorhin als Thema. Also wen nehme ich wahr? Ich glaube, aus dieser Haltung heraus ist diese Sendung jetzt hier entstanden, weil wir eben diesen Blick nochmal anders. Wir wollen, wir können auch anders. Was können wir noch anders? Und was könnte auch ein feministisches Umfeld noch anders? Das ist jetzt gar nicht mal das Journalistische, vielleicht, was wir jetzt beschreiben, das haben wir, glaube ich, jetzt genügend getan, sondern auch, was ist mit dem äußeren Umfeld, das wir wahrnehmen? Also wenn ich auf Twitter gerade mitlese, ich finde es total spannend, was ich da wahrnehme, an verschiedenen feministischen Stimmen und Positionierungen mit Blick auf migrantisierten Feminismus, also die Geschichte des Feminismus hier in Deutschland. Das sind ja auch alles Dinge, die jetzt wieder aufpoppen und sich ja auch in dieser Kopftuchdebatte spiegeln lassen. Deswegen finde ich, hier geht einiges zusammen und da haben wir noch gar nicht über die Fakten, die im Iran gerade geschaffen werden, gesprochen. Aber wir können, glaube ich, gar nicht weiter berichten, wenn wir uns diesen Punkten nicht annehmen. Ich glaube, da muss jetzt mal so Verbindung hergestellt werden. Gilda, du nix, vielleicht kannst du noch was auch dazu sagen, Theresa, Ulrike. Einfach eure Eindrücke. Wir müssen, glaube ich, gar nicht absolut sein. Ich glaube, dass wir diesen Denkraum überhaupt haben, ist schon viel. Aber wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, also ich kann das von der journalistischen Ebene nicht trennen.
Und also ich sehe, dass einzelnen Journalistinnen oder Autorinnen die werden häufiger mit der Frage konfrontiert, warum twitterst du da nicht zu oder warum machst du da nicht zu? Und dann wird immer so ein bisschen so getan, als wäre eine Einzelperson eine internationale Nachrichtenagentur, die das den ganzen Tag tun könnte. Und das geht ja einfach nicht. Also das Wissen, das wir haben, die Dinge, über die wir berichten können, das muss ja auch ganz stark von Medien getragen sein, damit eben auch feministisch positionierte Menschen in Deutschland dann darauf aufsetzen können. Und natürlich können wir alle einen kleinen Beitrag leisten, auch mit Eigenrecherche. Und ich finde, Twitter ist da aktuell ein ganz tolles Tool, weil Twitter hat halt direkt diese Übersetzungsfunktion in den Tweets, sodass man sehr viel einfacher Originalquellen lesen kann. Das macht für mich zum Beispiel einen großen Unterschied zu Instagram, weil ich das dann nicht so direkt habe. Und solches Wissen kann man auf jeden Fall auch vermitteln, aber einfach nochmal zu gucken, welche haben wir regelmäßige Berichterstattung über Menschenrechte weltweit und bräuchte es da nicht Formate, die das regelmäßig einfach tun, um das Interesse oder das Wissensniveau auch aufrechtzuerhalten. Und wenn ich hier an der Stelle einen anderen Podcast empfehlen kann, nämlich Coded, den Nadja Sabura und Nils Minkmar machen, die hatten, glaube ich, in der allerersten Folge dieses Formats im Frühjahr über den Ukraine-Krieg berichtet und über andere Krisen oder Entwicklungen, die plötzlich auftreten, wo sie gesagt haben, in der Berichterstattung findet man immer eine Entwicklung, wo nach einigen Wochen sehr schnell eine Müdigkeit auch sowohl bei den Medienschaffenden selbst als auch bei dem Publikum anfängt einzusetzen und dann wechseln die Narrative und irgendwann läuft es ganz aus. Und also das finde ich interessant, wie findet man eigentlich damit einen Umgang, dass da mehr Kontinuität reinzubringen? Und ich habe da auch nicht die Antwort, aber also ich glaube, dass man im Bereich internationale Berichterstattung oder auch einfach Berichterstattung ja über Menschen und über Frauenrechte enorm viel tun kann. Also das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat ein einziges Format, was sich speziell mit Frauen beschäftigt, was auch seit Jahren auf der Kippe steht, das ist Frau TV. Und wenn wir wissen, dass nach wie vor Frauenrechte und Minderheitenrechte überall unter Beschuss stehen und zurückgedrängt werden, warum ist das nicht ein Thema, was man langfristig einfach stärker bearbeitet aus einer journalistischen Perspektive? So, das muss doch unser Anspruch sein, das zu tun. In der globalisierten Welt oder nicht? Also das ist ja, oder kann man sagen, das ist ein Special Interest, der dann vereinzelt in Radiosendungen läuft, die man suchen muss. Also ich finde, das ist eine Position, die man als Journalistin auch immer wieder vertreten kann, dass wir es als selbstverständlich erachten, dass wir darüber informieren und nicht nur punktuell. Ich finde es extrem wichtig, was Theresa sagt. Das muss man echt, also das muss wirklich stärker nach draußen, weil die internationale Berichterstattung, die intersektionale Berichterstattung, also was ich jetzt auch wahrnehme, schon, das war es noch vor den Unruhen im Iran, aber dass es von vielen, ja, von vielen POCs in der Entsolidarisierung zum Beispiel mit der Ukraine gibt. Weil man eben sagt, da plötzlich ist alles, wird alles umgeworfen. Da gibt es dann irgendwie eine Zeitenwende, eine Zensur, 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Die Geflüchteten dürfen kommen, sofort in die Schulen, die Kinder arbeiten. Und es wird im dauerhaft berichtet. Im Gegensatz dazu, dann geht es um Armenien, dann geht es mal um Iran, dann geht es auch mal wieder was anderes, geht es die ganze Zeit unter. Und da kriegen wir in Deutschland auch ein Problem, wenn dann Menschen sich nicht repräsentiert fühlen und das auch Auswirkungen darauf hat, wie sie dann wiederum solche Sachen sehen wie in der Ukraine. Weil das bringt natürlich auch nichts, wenn dann bestimmte Menschen hier sagen, ja gut, no one cares about brown people, so why should I care about white people? Und das gibt's, das passiert. Das wird in den Communities auch diskutiert. Und das hat auf uns selber negative Auswirkungen, wenn wir das so machen. Wenn wir einfach Dinge ignorieren oder denen nicht die Aufmerksamkeit schenken, die sie haben sollten, weil der Kampf der Frauen, egal wo, ob es im Iran ist oder der Kampf um Menschenrechte und Freiheit gegen den Krieg in der Ukraine, das geht uns alle an.
Das geht uns natürlich alle an, und zwar egal, wo es ist. Und wir leben in einer komplett verknüpften Welt. Und Iran hat die dritt- oder viertgrößten Gasvorkommen auf der Erde, riesige Ölvorkommen. Allein deswegen wäre es mal interessant, irgendwie da mal ein normales Land zu haben oder das nicht irgendwie Menschen umbringt und foltert und in Gefängnisse steckt. Und es ist ein wunderschönes Land, das will ich auch noch sagen. Also es ist ein ganz tolles Land zum Reisen. Ich würde auch sehr gerne wieder zurückgehen. Aber deswegen diese Kleinsicht auf diese Themen, das ist was irgendwie sehr deutschlandspezifisches, habe ich das Gefühl. Wie gesagt, so englischsprachige Medien sind da irgendwie auch anders. Da gibt es auch mehr Exilsender. Es gibt zum Beispiel eine Freundin von mir war gerade in den USA und hat dort mit BIPOX gesprochen über Berichterstattung, und die haben da ihre eigenen Netzwerke, die eigenen Sender. Haben wir hier alles gar nicht. Und das merkt man halt einfach in der Berichterstattung. Naja, aber ich meine, zur Wahrheit gehört ja auch, dass Medien das machen, wofür es Zuschauer gibt. Ich meine, das ist wirklich sehr schmerzlich. Aber wenn wir jetzt einfach mal Feminismus als Gesamtthema nehmen, dann muss man jetzt in Deutschland feststellen, dass auch sehr viele Frauen feministische Sendungen nicht anhören oder angucken. Also das ist, das kann man kritisieren, völlig zu Recht, ist aber ein Fakt. Also vorhin wurde ja auch von Theresa völlig richtig festgestellt, dass das eigentlich Quatsch ist, dass drei Talkshows sich mit Gaspreisdeckel beschäftigen und sonst tut sich da nichts. Aber das machen diese Talkshows ja, weil sie vermuten, dass da das Interesse der Zuschauer am größten ist, denn Quote ist alles. Und feministische Sendungen haben keine Quote. So, das muss man jetzt mal als Frau selbstkritisch zur Kenntnis nehmen. Das ist sehr, sehr bitter, aber es ist so. Wenn jetzt alle Frauen nur feministische Sendungen gucken wollten, dann gäbe es ganz viele feministische Sendungen, aber so ist das da eben nicht. Und Aber da frage ich mich auch an dem Punkt, ob, also das muss man ja auch probieren, weil also ich fühle mich als Zuschauerin einfach überhaupt nicht mitgemeint von dem großen Programm, was es so gibt, weil ich immer die gleichen Themen mit den gleichen Köpfen sehen kann und auch in der Corona-Pandemie eine feministische Perspektive die ganze Zeit gefehlt hat. Und die Journalistinnen haben dazu im Radio und im Print und online gearbeitet. Das ist im Fernsehen aber nie angekommen. Und also da stelle ich mir schon die Frage, also welche Machtstrukturen haben wir da nach wie vor und welche Themen werden marginalisiert, ungeachtet davon, ob es ja vielleicht doch ein Publikum dafür gäbe. Also vielleicht würden sich die Frauen ja tatsächlich vor den Fernseher setzen und nicht irgendwie einen Roman lesen. Und also ich finde es auch eine, also ich finde es teilweise wirklich, es gibt da ja auch Auswertungen zu, es ist oft schon besser geworden. Aber ich finde es eine Frechheit, wie schlecht die Repräsentation in diesen politischen Talkshows ist. Sowohl beim Aspekt Geschlecht als auch MigrantInnen oder also Menschen von Minderheiten. Das geht einfach nicht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss an der Stelle einen anderen Anspruch haben. Ich will mir 2022 und die letzten 10 Jahre auch schon die Welt nicht von Männern erklären lassen, weil es gibt die Expertinnen. Nee, das ist aber, das sehe ich genau wie du. Also, aber das ist ja, das sind weit verschiedene Themen. Also, das eine Thema ist, wer tritt im Fernsehen auf, repräsentiert, wird da die Bevölkerung repräsentiert, die Zuwanderer, die Frauen und so weiter. Und das zweite Thema ist, was machen diese Expertinnen dann quotiert hoffentlich zum Thema? Also, und ich habe nur über das zweite gesprochen. Man muss, glaube ich, feststellen, ich war auch mal Pressesprecherin einer Gleichstellungsbehörde. Da habe ich das ja schon miterlebt. Also man muss leider, glaube ich, konstatieren, dass das Interesse an diesen Themen nicht so groß ist, wie beispielsweise, um jetzt was völlig Absurdes zu nehmen, Fußball-Weltmeisterschaften oder was wir schon hatten, der Tod der Queen, nicht? Jetzt Das ist könnte ich ja einfach theoretisch, bitter. aber Der Interesse Tod der wird ja auch Queen. geleitet. Also irgendwie Interesse wird ja auch hergestellt, weil ich glaube tatsächlich, mir muss ja erstmal erklärt werden, warum ist der Tod der Queen für mich relevant. Und genauso ist es ja mit all den anderen Themen. Und wenn sie ständig, und das ist ja die andere Sache, so funktionieren Menschen ja auch psychologisch, wenn ich ständig was von einem Thema höre, interessiert mich da irgendwann für. Also, ne, und wenn ständig, und es ist ja nicht so, dass ich nichts über Nahen Osten erfahre, aber halt immer nur bestimmte Dinge. Und dann kann ich ja auch da irgendwie die Palette öffnen.
Ich würde auch sagen, es gibt keinen Widerspruch in dem, was ihr sagt. Es gibt nur eine, und wir hatten das Thema Aufmerksamkeitsökonomie, und die könnte man auch ergänzen oder erweitern mit dem Thema, welche Zuschreibungen machen die Redaktionen, was ihr Publikum angeht. Und ich glaube, da gibt es zwei Wahrnehmungen, und die widersprechen sich an manchen Punkten, weil Ulrike, ich glaube, dass in vielen Redaktionen beispielsweise das argumentiert wird, wie du es sagst, und in anderen Redaktionen das gesagt wird, was Theresa sagt, nämlich zu sagen, werden wirklich alle, sehen wir das Publikum wirklich so, wie es ist? Und man könnte auch die These in den Raum stellen, hat sich das Publikum vielleicht im letzten Jahrzehnt noch mal massiv verändert, weil Feminismus ja für alle gilt und nicht zum Beispiel nur für Frauen. Und alleine dieses Verständnis, auch schon, wenn wir nur auf den Iran blicken, da kämpfen sind nicht nur Frauen auf der Straße. Wir haben es gerade gesagt, Trans, Queers, Männer, Eltern, Mütter, die für ihre Töchter etwas anderes wollen, Väter, die wir für ihre Söhne etwas anderes wollen. Das ist auch im Publikum. Und ich bin also irgendwie nur mal so hier reingeworfen, wenn es das im Iran gibt, gibt es das doch auch in Deutschland. Ja, und aber ich würde auch nochmal sagen, bei vielen Themen einfach journalistische Präzision und Erkennen der Zusammenhänge, weil ich, also die Fachkräftemangeldebatte gerade auch, die wird völlig verkürzt geführt. Also ich finde es einfach aberwitzig, über Fachkräftemangel zu sprechen und dabei dann keine Expertin zu haben, die sagt, ja, in wahnsinnig vielen Bundesländern schließt die Kita um 12 und es gibt keine Nachmittagsbetreuung. Also wie sollen die Fachkräfte arbeiten? Wie sollen die Fachkräfte arbeiten, wenn die allermeisten Menschen, die in Deutschland gepflegt werden, von ihren Angehörigen gepflegt werden? Und das sind Aspekte, zum Beispiel jetzt in der Debatte über Fachkräftemangel, die nicht abgebildet werden in Talkshows. Und da wird die Debatte einfach nicht in der Tiefe geführt. Und dann kann man auch keine Lösung diskutieren, wenn man wichtige Aspekte rauslässt, weil man bestimmte Personen nicht als Expertinnen und nicht als Publikum anerkennt. Das ist Ich super. würde vielleicht Achso, sag Ulla. Annehmen, kurz, also ich würde, ich weiß auch selber nicht, ob ich eine feministische Sendung angucken würde. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es geht ja, sondern ich möchte gerne, dass die Perspektive überall ist. Das ist ja der Unterschied. Es geht jetzt nicht darum, dass wir, also ich setz mich selten hin und gucke irgendwie, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, also es geht einfach nur darum, dass wir sind ja keine unbekannte Spezies vom All, sondern wir sind ja alle da. Und deswegen, es geht halt wirklich darum, diese Perspektive zu validieren und anzuerkennen. Aber ich meine, das ist was Neues. Machen wir uns nichts vor. Bis 94 war Vergewaltigung in der Ehe erlaubt. Wir kennen diese Geschichten alle. Das dauert ja alles. Das fängt ja alles erst an, anscheinend. Aber dass diese feministische Perspektive eine ganz normale Perspektive neben den anderen ist und die halt in die normal, sozusagen die normale Medienwelt gehört, das ist ja das, wo wir hinwollen. Und nicht, dass wir jetzt tausend spezielle Sendungen für Frauen haben. Das ist ja nicht das Ziel. Nein, nein, klar, Gender Mainstreaming ist das Ziel, genau. Und ich finde, damit kommen wir auch so ein bisschen in die letzte Frage, die ich mitgeben wollen würde, weil eigentlich hatten wir noch ein bisschen vor, also es habt ihr jetzt mitschwingen lassen, so diese Gleichzeitigkeiten. Wir haben jetzt die Ukraine nicht nochmal dezidiert behandelt. Das wollten wir eigentlich von dir, Ulrike, nochmal so ein bisschen auch, so also wie ist die Lage. Aber ich glaube, an dieser Stelle würde das jetzt ein bisschen überfrachtend sein, aber wir haben es mitschwingen lassen. Und der Soziologe Stefan Lessenich bringt jetzt ein neues Buch raus, und ich habe so einen Artikel gelesen, und in dem spricht er vom permanenten Ausnahmezustand. Er tut das aus der westlich-deutschen Perspektive, in dem wir uns befinden, so viele Krisen, dieser Krieg und die bewährten Normalitäten, die jetzt nicht mehr zurückkehren werden. Und ich finde, wir haben das ziemlich gut herausgearbeitet, dass es diesen Zustand gibt, dass der Einfluss auch nimmt auf eine Berichterstattung, und dass es aber noch ein Außen gibt, das vieles ganz anders wahrnimmt, und auch eine diasporische Community in jeglicher Hinsicht, die, egal welches Thema jetzt in Zukunft kommen wird, andere Verantwortung hervorruft. Und die Frage, die ich gerne noch an euch stellen würde, ist, wie können wir als JournalistInnen diese gesellschaftlichen Bewegungen, und Therese, du hast schon angefangen damit, differenziert betrachten? Wie diese, ja, auch zweiten Fragen, die in der nächsten Reihe, also dieses Beachten von, das eine hatten wir schon, ExpertInnen, aber vielleicht habt ihr dahingehend noch Sachen, wo man sagt, da genau hinschauen, nicht die einfache Frage, die einfache Antwort wählen, weil die meisten Dinge sind komplexer, als sie sind. Und da können wir gerne über die Welt an sich und Ukraine und den Iran beispielhaft sprechen. Also ich kann anfangen so als, ich glaube, was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass
Das ist, ich saß neulich auf dem Panel und habe ich irgendwann gesagt, Leute, ich bin ja nicht die Antirassismusbeauftragte. Ich möchte nicht ständig über dieses Thema sprechen oder irgendwie erklären. Und das, was ich mir wünschen würde, ist halt, dass wir über einen Prozess dahin kommen, dass die Erkenntnis sich durchsetzt, dass das unser aller Anliegen ist, dass diese Themen besprochen werden. Jetzt wird bei mir gebohrt, ich glaube, ich muss mich stumm schalten. Das hört ihr, ne? Nee? Okay, gut. genau, also dass es eben nicht mehr ist, das Anliegen dieser Minderheit und der Minderheit und der dritten Minderheit und der Frauen, sondern dass wir eben da hinkommen, weil so verstehen wir uns ja auch, das ist ja die Intersektionalität. Das ist ja das, dass mich der Kampf der Kurdin genauso angeht wie der Kampf der Iranerin und der Kampf der deutschen Frauen gegen Restriktionen bei der Abtreibung. Dafür setze ich mich genauso aus. Das Problem haben wir im Iran eher nicht. Das ist eher was, was wir hier haben. Der Strafrechtsparagraf und so weiter. Das ist alles eins. Auch das zu verstehen und dahin zu kommen, das ist eigentlich das, wozu dieser ganze Prozess und diese ganzen Aushandlungen, die wir hier führen, die wir in der Gesellschaft führen, wozu die ja auch da sind. Ihr denkt nach und es ist immer gut nachzudenken. Nur für alle, die jetzt so hören, dann wissen Sie, was in der Pause ist. Sprecht einfach, wenn euch was ihr glaubt, wie den Überblick behalten aus einer journalistischen und oder wenn ihr mögt, auch persönlichen. Und du hast es gesagt, Theresa, es lässt sich oft nicht entkoppeln, aber es lässt sich doch schon in die Arbeit übertragen, in eine professionelle. Wie du? Naja, also die eine Sache ist, ich muss auch nicht Expertin für alle Themen sein. Ich wünsche mir tatsächlich von Medien auch die Offenheit zu sagen, das sind wichtige Themen, wie können wir da Experten, Expertinnen zu einladen und das als Aufgabe zu haben. Also nicht dieses irgendwie, jetzt muss es sein, jetzt ist es wirklich nicht mehr zu übersehen, jetzt explodiert irgendwie das Internet und dann machen wir auch mal was dazu und halbherzig, sondern zu sagen, das ist unser Job mit darin, weil ansonsten finde ich auch ganz viele andere Themen wirklich unglaubwürdig. Ne? Also dieses, wir müssen jetzt alle zusammenhalten, wir müssen jetzt alle durch einen kalten Winter gehen, weil es geht ja um Menschenrechte in der Ukraine, alle anderen Menschenrechte sind uns egal. Das kann ja niemand niemandem verkaufen, das funktioniert ja nicht mehr. Ja, also wenn ich mich da einschalten darf, ich glaube nicht, dass irgendjemand behauptet, dass es in der Ukraine um Menschenrechte geht, obwohl es darum auch geht, sondern es geht für Europa darum, Putin zu begrenzen. Also es geht um eine konkrete Bedrohung auch Deutschlands, ne? Sonst würde man das nicht in dieser Form fahren, den Konflikt, glaube ich. Und das Dankeschön, dass du das hatten sagst. wir ja vorhin auch, der Unterschied zu Afghanistan oder Iran oder so, das kann ich sehr gut verstehen, dass die POCs hier das Gefühl haben, kann ja gar nicht wahr sein, dass die Ukrainer hier Rechte haben, die wir nicht hatten. Und das ist auch eine Diskriminierung, das muss man so deutlich sagen. Aber man muss schon sehen, also darauf bestehe ich, nicht, dass der Ukraine-Krieg insofern anders ist, als er in Europa stattfindet und Europa bedroht. So, und wenn man das nicht, also das nicht versteht als Bewohner Deutschlands, dass es um deutsche Interessen geht, wenn man die Ukrainer beispielsweise jetzt als Flüchtlinge auch hier reinkommen lässt, das ist eine militärische Maßnahme, muss man mal so hart sagen. Da geht es auch um Menschenrechte, aber letztlich geht es darum, die Schlachtfelder freizuräumen von Zivilisten, damit die Soldaten da besser kämpfen können. Also kann man jetzt Darf ich auch dich zynisch finden, dazu eine aber Sache das fragen? wollte ich noch mal einwerfen. Ja, MeToo, jetzt guckst du so entsetzt. Weil dann verstehe ich nur tatsächlich, ich verstehe wirklich Dinge nicht. Ich meine das als ernste Frage. Warum nehmen wir dann russische Kriegsdienstverweigerer gar nicht auf? Ja, das ist auch inkonsequent. Ich würde aber denken, dass die russischen Kriegsdienstverweigerer auch noch kommen. Nur anders. Also bei den Ukrainern war es ja so, man musste nur Ukrainer sein und konnte fliehen. Und bei den russischen Kriegsdienstverweigerern wird es so sein, dass die nachweisen müssen, dass sie russische Kriegsdienstverweigerer sind. Wie man das dann macht, keine Ahnung. Aber die Angst ist enorm, dass damit russische Agenten nach Deutschland kommen. Und das ist jetzt auch nicht sozusagen völlig aus der Luft gegriffen, dass das jetzt gefährlich wäre, alle Russen einfach zu nehmen, nach dem Motto, ich bin Russe, weil natürlich das Putin-Regime ja noch regiert und eigene Interessen verfolgt. So, und das macht, das ist dann schwierig, ne?
Ich bringe nochmal zusammen, damit Theresa einsteigen kann in diese Schlussrunde. Ihr habt gerade eine Verbindung hergestellt, dieser Unterschied zwischen Iran und Deutschland im Sinne von Interessenslage, politische Interessenslage und menschenrechtliche Aspekte. Und dass dieser feministische und menschenrechtliche Ansatz bei der Ukraine auch, aber nicht nur eine Rolle spielt und das wiederum Auswirkungen auf Berichterstattung, Wahrnehmung, Rezeption hat. Und da waren wir, und die Frage war eigentlich sozusagen, wie dieses Thema Gleichberechtigung, Menschenrechte, wie auch immer wir das jetzt framen, Emanzipationsbewegung der Gesellschaften im journalistischen Kontext mehr Raum geben. Und zwar nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern als globales Thema, weil wir auch eine Migrationsgesellschaft beispielsweise sind. Theresa, hast du noch eine Genau, Idee? du hattest ja eben auch den Stichpunkt reingeworfen, wie den Überblick behalten. Also das ist aus journalistischer Perspektive ja auch nochmal anders, weil wir können uns teilweise spezialisieren. Ich habe den großen Luxus, ich kann oft innerhalb meiner Arbeitszeit einfach auch Fachbücher lesen, wie zum Beispiel das Buch von Golineh Atay. Das habe ich als Teil meiner Arbeit gelesen, weil ich ein Gespräch mit ihr moderiert habe. Und die Möglichkeit haben ja viele Menschen, die einfach in ganz anderen Bereichen arbeiten, nicht. Die sind auch, wenn die einen vollen Arbeitstag haben, dann haben die vielleicht auch den ganzen Tag keinen einzigen Nachrichtenartikel gelesen, weil sie sich in ihrer Arbeit vielleicht auf Menschen fokussieren oder hinterm Steuer sitzen oder was auch immer. Und ich finde es schon eine wichtige Frage, wie viel Zeit hat man überhaupt, sich zu informieren? Die hat man in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich viel, je nach persönlicher Konstellation. Und als ich letzte Woche darüber nachgedacht habe, sind bei mir immer so Familienbilder, Darstellungen so aus den 50er, 60er Jahren aufgetaucht, wo der Familienvater so mit der Zeitung am Frühstückstisch sitzt und sich dahinter verbirgt und die Kinder dürfen ihn nicht dabei stören. Und also so eine ganz interessante Darstellung von Familie und auch Informationsverhalten und Informationsgap. Und eigentlich bräuchten wir ja alle, um auch wirklich uns vielfältig informieren zu können, diesen Schutzraum, diesen zeitlichen Luxus, einfach zu sagen, ich habe hier Zeit, um in Themen einzusteigen, weil als Leserin oder als Hörerin muss ich ja auch entscheiden, über was kann ich mich heute noch informieren? Und informiere ich mich vielleicht über die Energiekrise, weil ich weiß, dass es mich betrifft und ich Strom sparen will, oder ich gucke, wo kann ich jetzt finanzielle Unterstützung beantragen, wenn mein Geld nicht mehr reicht, um Lebensmittel zu kaufen. Das ändert sich da gerade. Also klar, da ist das Informationsverhalten, gerade auch bei multiplen Krisen, die auf nationaler Ebene eine Rolle spielen, ist ja auch teilweise erstmal auf das eigene Leben bezogen. Und wie viel Zeit und wie viel Kraft oder Wachheit am Abend habe ich dann eigentlich noch, um außenpolitische Analysen zu lesen? Und das ist, glaube ich, sowohl eine Frage so im ganz persönlichen Leben, was kann ich da machen, wo kann ich mir Freiräume schaffen, aber natürlich auch, wie kann Journalismus gut und kompakt informieren und vielleicht auch weiterführende Informationen anbieten für Leute, die dann tiefer gehen wollen. Also das ist eine Frage, die mich umtreibt, wo ich auch keine Lösung ad hoc zu habe. Aber wenn wir jetzt in die 42-Stunden-Woche kommen, wie sie sich manche Industrievertreter wünschen, dann sind das ja auch noch mal ein paar Stunden weniger, die man sich informieren kann. Und vielleicht ist es genau das, was du gerade angesprochen hast, überhaupt mal darüber reden, was so ein kompakter Journalismus, der alle erreichen soll und differenziert ist, auch also verantwortungsbewusster Journalismus, konstruktiver, das sind ja alles solche Stichworte. Und ich finde, wir haben das besprochen, weil ich glaube, die Lösung kann nicht von uns kommen, aber dass wir es überhaupt angehen und eben auch Leerstellen aufzeigen, das war ja auch der Sinn und Zweck heute hier, aber auch ein Zeichen feministischer journalistischer Arbeit, die Perspektiven anders zu deuten. Und im besten Fall nehmen sich andere Redaktionen jetzt ein Beispiel von unserer Sendung. Sage ich mal ganz platt. Ich hoffe, dass ihr, das wäre jetzt so eine Art Abschlussrunde gewesen. Die machen wir jetzt normalerweise noch, aber ich glaube, wir haben viel zusammengebunden. Wir sind auch viele Stimmen hier in diesem Raum. Das war ja auch ein bisschen ein Experiment. Es ist schon manchmal zu viert über digitale Kacheln schwierig zu sprechen. Gilda, ganz herzlichen Dank, dass du uns heute so informiert hast und so mitgenommen hast und einfach so großen Mehrwert auch in diese Runde gebracht hast. Den anderen danke ich natürlich auch. Es war
ein Auftakt, an dem ich auf jeden Fall ganz viel mitnehme und ich hoffe, ihr auch und die zuhörenden Menschen hoffentlich auch. Das war's mit der fünften feministischen Presserunde. Wir können auch anders. Wir haben eine Instagram-Seite, die nennt sich auch so. Wenn ihr also Meinungen, Fragen habt, Gedanken, dann schreibt uns. Könnt ihr auch gerne als Mail machen an info@wirkönnenauchanders.de. Und in diesem Sinne nochmal danke an euch fürs Zuhören, fürs Mitmachen, fürs Mitdenken, fürs Offenbleiben. Wir sehen uns wieder am nächsten, letzten Sonntag im Oktober. Bis dann.